Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei der nächsten Runde Tomb Raider. Ist jetzt ein paar Tage her, dass ich hier das letzte Mal gezockt habe. Erstmal gucken, wo waren wir denn jetzt hier? Okay. Da war der, da war Zielen, da war Schießen. Okay, da ist das Schnellfeuergedönse. Zuhauen, schleichen. Gut. Boah, hier fehlt aber noch viel, ne? Durchsuchte Gräber. Oh cool, hier werden unsere Geocache-Dinger angezeigt. Nee, aber nicht jetzt. Das mache ich vielleicht später nochmal. Aber nicht jetzt. Erstmal rennen wir jetzt hier weiter. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, ne? Oh. Huch. Na, da starten wir die neue Aufnahmesession ja bombastisch. Erstmal rumpimmeln und dann auch noch verrecken. Würdest du mich kaputt machen? Nein. Gut. Starten wir ja direkt voll Porno in die neue Aufnahmesession. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ja. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Wahrscheinlich ist schon immer Keine eine... Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Ganz doofe Idee, ey. Müssen wir jetzt hin? Ach, da. So. Da links. Irgendwas, auf was man hier schießen kann? Nö. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Oh, doch noch schnell genug gedrückt. Ich hatte schon, bin jetzt schon mit dem Daumen schon wieder rübergezuckt. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Oni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit uns. Oder was zum... Ja, schön. Er haut uns einfach hier den Boden unter die Füße weg. Ja, danke. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Der ballert doch jetzt auf uns, oder? Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Boah! Jetzt los! Gut geschossen. Halt, warte, hab ihn fast. Nice. Halt, warte, warte. Was? Lara, der Weg müsste frei sein. Sehr gut. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich hab dir das gelegt. Ergib dich! Hui. Boah, ist ja geil, dass die sich da mit einem Arm festhalten kann, ne? Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Ja, wow. Ja, danke. Oh, oh. Boah, Alter, mein Joystick ist da vibrieren. Permanent. Oh, oh. Boah, Alter, Vater. Ist echt geil, wenn hier so rumläufst und der Joystick... Boah, also permanentes Dauervibrieren, ey.
Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Ron. Und ich komm zurück. Versprochen. Das ist echt gar nicht mal so geil, ey. Du läufst hier ganz langsam und entspannt her. Dann. Ja, los, lauf. In die Ewigkeit. Und schon wieder wirst du nass. Also zumindest sind die Haare gewaschen. Jetzt mal ein bisschen Shampoo reinballern können, ey. Alter, was ist denn für eine fette Beutelratte? Bleiben wir beim Bogen. Und diese Musik, ne? Die verheißt doch schon wieder nichts Gutes. XP-Strauch. Da irgendwas? Da. Warum habe ich gerade kein gutes Gefühl, ey? Wenn die schon wieder so nach ihrer Waffe greift. Du bist immer noch nix. Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Mhm. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Alter. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Na toll, alle Waffen weg. Alter, hat der in die Fresse gehauen, ey. So was macht man aber auch nicht, ey. Penner, ey. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Alter, du kannst sie doch jetzt nicht anzünden! Das kann nicht sein. Alter, diese Portion. Na, dann ist gut. Ich hab jetzt schon gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Schon bald, meine Brüder. Bald sind wir frei. Bringt sie in den Thronsaal. Dein Kampf ist vorbei.
Hast du da echt nicht mehr alle? Kann man nur so einen an der Mappe haben, Alter. Ich sehe keine Leiche. Sturz wird sie nicht überlebt haben. Bah. Jetzt bloß kein Wasser schlucken. Wir prüfen das. Steigen wir runter. Boah, ist das eklig. Die rote Suppe. Und jetzt haben wir alles voll. Boah, voll widerlich, Mann. Guck uns mal an, ey. Voll dreckig. Vor allem hat die doch alles Wunden. Boah, das muss doch einfach des Todes infiziert sein, ey. Boah. Das ist schon... Bah. Ist ja schon echt dezent widerlich, Mann. Sollen wir jetzt nicht alle Pfeile verdaddeln? Boah, ist das widerlich. Boah, wie wir einfach aussehen. Boah. Wahnsinn beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wie... Ja, natürlich. Ja. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Ja, läuft. Da weiter. Gibt's hier irgendwo Wasser, wo man sich mal so ein bisschen waschen kann, ey? Ist ja richtig widerlich, Mann. Denn da oben? Ich weiß, sie haben nur noch zwei Pfeile. Ist jetzt auch nicht so hammermäßig. Oh, wir sind sauber? Wie das denn? Denn hier?
wir den nicht looten? Okay, da können wir wahrscheinlich das aufsprengen. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Okay. Jetzt haben wir 7 Pfeile, okay. Bergungsgut mitnehmen. Burn, baby, burn. Die Typen hier aufpassen, Anna. Jetzt haben wir noch 4. Oh, Geocache. Cool. Was ist das denn da? Oh. Wie viel gibt's dafür? 1 von 6. Oh, immer 3 Pfeile, ey. So, ich würde sagen, wir müssen hier jetzt mal durch, ne? Oh, da sitzen überall noch Leute drin. Wenn ich könnte, würde ich euch alle erschießen. Das ist immer so ein Ding. Sind die jetzt von hinten? Ja, aber es ist okay. Ist okay. Was? Nee. Oh ja, es kam ganz plötzlich. So einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Hier war doch gerade noch einer. Ist gerade einer hergelaufen, ey. Egal. Ein Pfeil haben wir nur noch. Oh geil, hier gibt's Pfeile. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiter. Ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann.
Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt 24. Ja, kann man ja wenigstens hier jetzt nochmal gucken, ob wir einen Typen jetzt hier noch finden. Der Weg. Da oben hängt noch so ein Teil. Ach, keine Ahnung. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Ja. Die haben auch gelootet. Da glänzt doch noch was. Geocache. Aber den nehmen wir erst in der nächsten Folge auf. Ciao, ciao.